Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Made of Stir. Du bist aber nicht der Nucky Guy. Aber wir müssen noch mal rüber zu diesem Musikdings. Das heißt, ich muss erst mal hier durch, ne? Wir sind ja leider auf der anderen Seite gespawnt. Ja, uns fehlt noch ein Teil davon. Und zwar genau das, was ich gerade einsetzen wollte. So, blau haben wir, rot haben wir und grün haben wir. Jetzt fehlt uns nur noch gelb. Hätten hier die Tor. Ich habe die nicht offen gelassen. Schön zumachen hier, ne? So, das heißt, wir müssen jetzt nach rechts und gleich die erste Tür. Vielleicht kriegen wir ja da den Schlüssel mit dem Vogel. Mal schauen. Oh. Hier ist auch ein Speicherraum. Toll. Kann ich mitbekommen. Aber was fehlt denn dann jetzt noch? Okay, dann müssen wir irgendwie dieses Musikrätsel da lösen, oder was? Mit dem Schiff? Oder wie? Na, das kann ja was werden, vor allen Dingen, weil du da die ganze Zeit irgendwelche Leute hast, ne? Aber hören wir uns erstmal an, was hier noch gesagt wird. Shall be the downfall of us all. Here we stand at the edge of ruin, and yet we have the answer. Caged and bound in irons in the caves below the point, at the mercy of when I choose to provide its sustenance. And for what? For Elizabeth to refuse to sing its song? Asking her to bring back my father's slavish cult? No! Just to help me reopen the hotel and restore its grandeur. Our family's grandeur. All she must do is sing to lure them here in their droves. If not her, then how? There must be some other way, some method of using my recordings. But how to focus the effects without a singer to wield its intent? Er hat es auf jeden Fall rausgefunden. Also er wusste ja irgendwann wie, ne? Ansonsten würde das ja nicht funktionieren. So. Ja, also da war jetzt kein Schlüssel drin. Das heißt, wir müssen da zum Fragezeichen links. Okay, dann gehen wir nochmal komplett zurück. Wir müssen irgendwie dieses Musikrätsel da lösen. Da sind vier Glocken und das Schiff. Natürlich die Frage, muss ich erst die Glöckchen drücken und danach das Schiff? Oder erst das Schiff und dann die Glöckchen nachspielen? So, wir werden hier nochmal Safety Safe machen. Wir hatten doch irgendeine Cut-Maschine gehabt, ne? Haben wir denn irgendwas, was geschnitten werden muss? Nö. Wir haben aber auch erst zwei Zylinder, ne? Oh, krass. Zwei Zylinder? Aber dafür schon drei Notenblätter. Naja, eins haben wir ja schon umsonst gekriegt. Das hatten wir ja schon ganz am Anfang. Also im Prinzip 2-2.
Ja, das Ding muss ich jetzt erst drücken. Okay, wir haben's. Muss ich nur noch rauskommen. Lebendig. Okay, cool. Wir mussten einfach nur den Sound nachspielen. Dein neues PC-Soundset ist da und mein Sohn baut es auch. Bis nachher. Jo, alles klar, dann viel Spaß beim Aufbauen oder beim Zugucken. Hast du da was und gerne bis nachher, wenn du es nochmal schaffst. Neues Soundsystem. Soundset. Hört sich ja jetzt erstmal nicht verkehrt an. Tschu-tschu. Alter. Hallo. Gut, dass wir vorher gespeichert haben. Da das Spiel ja keine Autosaves hat, müssen wir ja manuell speichern. Aber wie haben die mich jetzt gesehen? Was ist denn hier der Knopf? Lol. Jetzt werden die hier nicht rein dürfen. Ja, tschüss, Boys, ne? War schön, euch kennenzulernen, aber ich muss jetzt leider gehen, ne? So, wo wollen wir hin? G oder 2? Gehen wir erstmal G. Mit dem Schallmodulator. Ja, aber ich bin da ein bisschen knauserig, weil man kriegt ja nicht wirklich viele. Ah, hier kann man Shortcutten dann. Okay. Aha. Gut, 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 gut. Dann machen wir halt mal auf, ne? So. Dann würde ich sagen, ab in die 2. Oder war da unten jetzt irgendwas? Nö, ne? Haben wir im Prinzip alles geholt. Telefon! Thomas? Thomas? My uncle Abraham might be on the second floor now. Der Typ mit dem Hut, oder was? Weißt du, wo er ist? No, but I heard somebody crashing around a few moments ago from somewhere below me. Ja, und ich höre die ganze Zeit irgendjemanden rumlaufen. Wie gelange ich zu dir? There is a way up to the attic, through my father's rooms in the west wing. You should be able to reach me that way. Mhm. In Ordnung. Ich werde vorsichtig sein. My uncle was not a man to be trifled with before.
now. I am not sure he's a man at all. He's a brute, Thomas. I pray you be careful. Please take care, Thomas. He's a brute. Welcome to the family, son. So, vorne ist zu, wir werden aber trotzdem mal gucken gehen. Munasche! Ja, wie gesagt, ne, wegen dem Ding hier, wir können das jetzt zwar fünfmal benutzen, aber irgendwie bin ich ein bisschen zu geizig dafür. Das ist so dieses Resident Evil Phänomen wieder, weißt du? Von wegen, du kriegst ja eigentlich genug Schuss, um jeden Zombie zu killen. Aber man ist dann trotzdem irgendwie zu geizig und die geilsten Waffen willst du immer für den Endboss benutzen. Aber wenn der Endboss kommt, benutzt du trotzdem deine normale Waffe und geile Waffen benutzt du gar nicht. So, Brief von Prudenzi oder Prudenza an Elizabeth. Meine liebe Elizabeth, auch wenn ich diese Zeilen schweren Herzens schreibe, da ich weiß, dass du uns nicht mehr viel Zeit bleibt, darfst du niemals vergessen, dass ich dich liebe und schätze. Es gibt so vieles mehr, was ich dir hätte erzählen sollen. Dieses Haus und diese Meerestiefe, die es umgeben, sind voller Geheimnisse, viele von ihnen zu schrecklich, um sie zu lüften. Und ich fürchte, dass ich mitschuldig an ihnen bin. Ich war ein junges Ding, das hin und weg war vom Hochmut deines Großvaters und Vaters, von der Aussicht auf Reichtum und Ruhm durch ihre Entdeckungen. Sollte es im Diesseits eine Gerechtigkeit geben, wie man sie im Jenseits zu erwarten gelernt hat, bezahle ich den Preis für meine Taten. Mein einziger Wunsch lautet, dass nicht auch du für meine Sünden büßen musst. Ich hätte viel mehr machen können und müssen. Am meisten bedauere ich, dass mir die Stärke gefehlt hat, das Hotel zu verlassen. Dass ich dich nicht von diesem vermaledeiten Ort weggebracht habe, dass ich so dermaßen stark im Bann des Ganzen gestanden habe. Diesen meinen Fehler sollst du jedoch nicht wiederholen. Verlasse diesen Ort, warte keine Sekunde länger, lass dich nicht vom honigsüßen Gesang verführen. Meine geliebte Tochter, genieße bitte, vergieße bitte keine Tränen für mich, aber sei dir gewiss, dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Deine dich liebende Mutter, Prudenza oder Prudenzi. Könnte aber auch ein dummes E sein, oder? Prudenz? Prudenz? Irgendjemand ist. Wer ist einfach hinter mir spawnt, wenn ich mich umdrehe? Noch nicht. Aber vielleicht nach dem Schlüssel.
Also doch. Ja. Nee. Schlüssel können wir erstmal vergessen. Oh, die Karte? Die Karte, oh, die haben wir diesmal früh gekriegt. Da unten haben wir den Zylinder. Okay, sehr gut. Der wurde jetzt eingezeichnet. Das finde ich gut. Okay, Leute. Das heißt, wir müssen nach ganz nach unten jetzt erstmal. Aber wir gehen, glaube ich, erstmal da oben hin, wo dieser Halbkreis-Ding ist, wo es heißt. Links oben gehen wir jetzt erstmal hin. Mit einem kleinen Abstecher in ein Zimmer, was für sich alleine steht. Müsste, glaube ich, das hier gewesen sein. Ich muss wieder mehr auf den Boden achten, ne? Nicht, dass hier wieder irgendwelche Fallen sind und so. Ach, mir fehlt aber trotzdem noch eine, ne? Haben die echt nur einen Raum dafür gemacht? Na gut, okay. Also, wir gehen jetzt raus, dann nach rechts und erstmal nach oben. Oder wollen wir erstmal nach hinten den links testen, bevor wir den unten in Gang machen? Ich soll gar keine Tür drin, da kann man einfach reingehen. Oh. Ein Kinderbett. Elizabeths Text für das Gegenlied. Zhuangan. Kindlein, schlaf an meiner Brust, hier ist's warm, du bist geborgen. Von meiner Armen fest umschlossen, mein Herz erfüllt von Mutterliebe. Nichts soll deinen Schlummer stören, niemand wird dir bringen Pein. Schlaf ganz still, mein liebes Kind, schlaf ganz süß an Mutters Brust. Vielleicht reimt sich das eher auf Englisch, aber jetzt auf Deutsch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass sich das reimt. Schlaf ganz still am heutigen Abend, schlaf ganz süß, du schönes Kind, oh, wie sanft du gerade lächelst, was hat wohl dein Herz erfreut? Sind's die Engel hoch im Himmel, die dir freudig lächeln zu? Lächelst du zurück im Schlafe, ruhig und still an meiner Brust? Keine Angst, es sind nur Blätter, die da tanzen vor der Tür. Keine Angst, es sind nur Wellen. Wieder murmeln vor der Bucht. Schlaf ganz fest, denn nichts ist hier, das dich heut das Fürchten lehrt. Lächle still an meiner Brust, hoch hinauf zum Engelsreich. Okay. Ist das ein Bait? Zum Bait? Sind wir hier? Interesting.
Ja, wir brauchen hier den Vogelschlüssel. Das heißt, dann müssen wir ihn jetzt ja doch irgendwie abloksen können. Ich habe eine Bombe. Ich werde benutzen. Murderer. Ja, das bin ich schon. Ich habe eine Bombe. Dass ich dieses eine seine Figur jetzt noch nicht gekriegt habe, ne? Wie in der Mine, oder? Regt mich ja schon ein bisschen auf. Oh, wer bist du denn? Du bist Elizabeth. Ah ja. Aber nicht mehr ganz so jung, ne? Wie auf den anderen Bildern, wo sie noch klein war. Gehen wir davon aus, dass das hier ihr Schlafgemach ist. Wunderbar. Elizabeths Pläne für das Gegenlied. Meine Weigerung zu singen hat meinen Vater zwar gefrustriert, aber mehr als eine Verzögerung seiner Pläne ist damit auch nicht erreicht. Jetzt ist er damit beschäftigt, einen Weg zu finden, wie er die Aufnahme vom Gesang der Kreatur mit einer seiner Gerätschaften abspielen kann. Es muss eine Möglichkeit geben, dem Gesang entgegenzuwirken, seine Wirkung abzuschwächen oder ganz aufzuheben. Eine Melodie oder ein Lied als Gegenmittel dazu, sozusagen ein Gegenlied. Ich werde Hilfe dafür benötigen, doch wie soll ich vorgehen? Ich kann nicht riskieren, das schreckliche Lied in die Außenwelt zu tragen. Vielleicht könnte ich es ja in mehrere Teile aufteilen, wie es auch Vater bei seinen Aufnahmen gemacht hat. Und dann 4 verschiedene Komponisten damit beauftragen? Nur wen soll ich darum bitten? Natürlich meinen geliebten Thomas. Aber wen sonst? Thomas Evans, Matilda Norton. Oh, da haben wir den Song aber auch, ne? Arthur Morris und Henry. Okay, eigentlich brauchen wir nur noch Arthur Morris finden. Den Rest haben wir doch schon. Wenn das stimmt mit dem Gegenlied, ne? Henry haben wir, Thomas haben wir und Matilda haben wir. Ja, fehlt nur noch Arthur. Wenn es stimmt, ne? Mit dem Gegenlied. Ist ein Baum reingekriegt oder was? Lol, vor die 2D-Textur hier hinten. Ey. Die hätte der wenigstens noch ein bisschen weiter weg machen können. Die ist ja viel zu nah. Hier und Speicherraum. Dann gehe ich erstmal auf die andere Seite. Hier haben wir das Bad. Irgendwelche Arzneien, Medikamente, die ich vielleicht benutzen könnte. Irgendwas zum Heilen. Ich würde sagen, nein. Oh, schön. Wer bist du? Ach, deswegen hat sie die Spiegel kaputt gemacht, oder was? Weil sie sich vielleicht verändert hat? Oh, cool aus. Time has run out. Father intends to use his grand harmonium, the machine he has devised tonight. To use the recorded song of that lamentable creature on the household and staff. A dress rehearsal for his grand reopening. One final test before... Oh, I'm not ready.
tried to compose it myself. Tried until my fingers bled on the keys and my voice cracked. But at last, two composers of the countersong have arrived at the hotel. Mm-hmm. I must speak with them before the dress rehearsal. I can only pray that this will be enough. I could leave still, slip away. I've thought about it again and again in recent days, but that would only be condemning the others to my father's experiments. No. I must face our family's sins. And if I must, I shall pay the price. Oh, I wish it were not so. I wish I did not have to face this alone, as I fear my strength and resolve might fail. Thomas, where are you? I need you now more than ever, my love. Okay. Zwei sind schon da. Aber was ist denn mit Arthur dann? Der fehlt jetzt hier, oder was? Oder kam der noch nachträglich? Okay, checken wir nochmal. Okay, da können wir nicht durch. Nee, dann ist nichts. Dann. Wo hat denn jetzt hier durchgegriffelt? War das hier oder was? Alter Schwede. Lass mich mal vorbei. Hey, Mr. X, lass mich mal vorbei. Lame! Hat sich genau in die Mitte gestellt. Naja. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie er so arbeitet oder wie er funktioniert. Ein kleiner Mr. X. Okay. Kann ich mich hier drin verstecken? Natürlich nicht. Aber hier kann ich mich drin verstecken. Hat er mich jetzt echt getroffen, der Sack? Brief von Thomas an Elizabeth. Allerliebste Elizabeth, ich habe deinen Brief erhalten und verzehre mich nun vor Sorge, ob deine Worte erfahren, wie du unter deinem Vater leidest und dass er dich in Scar Hotel eingesperrt hat, ist mehr, als ich ertragen kann. Dennoch werde ich deinem Wunsch entsprechen, mich voll und ganz der gestellten Aufgabe widmen und die Melodie für dich komponieren. Ich werde Tag und Nacht daran arbeiten und sobald ich fertig damit bin, werde ich in den schnellsten Zug zu dir steigen, Liebste. Auf ewig dein, Thomas. Macht ihn so wieder lächerlich, den Typen. Okay, also. Oh, der hat aber richtig viel weggezogen, ey. Holy shit. Hui. Ja, so schnell ist er jedenfalls nicht, wa?
Okay, das heißt, wir müssen irgendwie hier rein und dann da wahrscheinlich. Guck jetzt mal auf der Karte, ob hier irgendwas ist. Wahrscheinlich so zu sein. Dann machen wir das jetzt noch auf. Und das. Ja, ich dachte gerade, was ist das denn hier? Was ist eine Statue? Genau, haben wir da auch nochmal zwei Fragezeichen. What? Und jetzt? Okay, wir müssen irgendwie vorm abholen. Jetzt war nicht der schnellste der Typ, aber. Jetzt habe ich die Spur verloren, aber. Ah ja. Das ist halt wirklich wie Mr. X, ey. Oh mein Gott. Aber wie kriegen wir jetzt den Schlüssel von ihm? Okay, da drüben kann ich nicht hin, das ist doppelsperrt. Guck den euch an. Guck den Okay. Nochmal zwar ein Telefon. Oh, immer noch drei Dinge. Ja, keine Ahnung, gehen wir mal hier lang. Oh, der nervt, ey. Junge, du nervst. Bei dem war da auch noch so ein One-Shot-Typ ist, weißt du? Der greift dich einmal bis instant tot. Dadurch, dass du aber auch so Safe-Räume hast, der Doofe, dass du dann so ein bisschen an Angst und Schrecken verliert, so weißt du. Kannst halt einfach so reingehen in den Safe-Raum und dann ist gut.
Oh, was haben wir hier schon? Ein Spanferkel? Oder was? Hier, der ist auf der anderen Seite. Wir können immer noch nicht ins Closet, also in die Schränke. Die Karte haben wir bekommen. Ich da jetzt wieder irgendwas sehen sollen? Vogelschlüssel. Telefonist. Achievement. Elizabeth. Da? Yes, I'm still here. I thought you. Something just. What was that? Schütte mir erstmal ein Eis. Sollen die. Lass es dir schmecken! Elizabeth, dein Onkel! Er wollte einfach nicht zu aufhören. What happened? I could hear the sound of. Wait! I thought I heard something here. Das bin aber nicht ich. Was ist los, Elizabeth? So, wir machen jetzt mit dem Onkel. Wir haben jetzt bekommen. Diesen Vogelschlüssel haben wir jetzt gerade bekommen, ne? Also brauchen wir jetzt noch diesen Schwertschlüssel. Ja, genau. Ist bei dem wieder alles gut, oder was? Ein Zeitungsartikel über tragischen Verlust. The Morning Herald, Ausgabe Sonntagmorgen, 16. Dezember 1894, 20 Seiten, ein Halfpenny. Ja, ja, okay. Familientragödie sorgt für Schließung. Nach dem Tod der Maid der von Score schließt das bekannte Ska-Hotel. Der Ehemann der berühmten Sängerin Prudencia Williams schließt die Pforten des Ska-Hotel in Südwales. Isaac Williams, Geschäftsmann und Eigentümer des Hotels, trauert um seine geliebte Frau und nimmt keine neuen Gäste mehr in seinem Hotel auf. Das Ska-Hotel schließt nach nur einem Jahrzehnt, in dem es wohlwollende Kritiken erhalten hat und Mittelpunkt einer Reihe von spektakulären Vorstellungen war. Gesungen von der verstorbenen Maid von Ska,
Prudencia Williams. Sie hinterlässt eine Tochter, Elizabeth. Bild von Isaac Williams, Eigentümer des Scar Hotel. Bild des Scar Hotel Südwales. Okay. Hat der gerade schon angeschlossen? Ja. Okay, wir haben jetzt den Zylinder Sirene. Kommt er jetzt zu mir geschissen? Wahrscheinlich schon, ne? Nehmen wir mal an, ich muss hier lang. Elizabeths Tagebucheintrag Nummer 1. 22. Oktober 1897. Vater hat Wind davon bekommen, dass ich ein Gegenlied komponieren will und dass ich die nötigen Schritte eingeleitet habe, um ihn aufzuhalten. Doch er hat vor, sein Lied heute Abend schon bei der Probe auf der großen Orgel am Personal zu testen. Ich fürchte, ich bin zu spät. Ich muss versuchen, ihn aufzuhalten. Im verzweifelten Versuch, seinen schrecklichen Plan zu durchkreuzen, habe ich mich bereit erklärt, für ihn zu singen. Es ist völlig schief gelaufen. Ich habe versucht, so viel vom Gegenlied zu singen, wie ich konnte, aber die Version, die ich vorbereitet hatte, war nicht fertig. Ich hätte auf Thomas und die anderen warten sollen, doch es war keine Zeit mehr. Jetzt fürchte ich, dass ich die Lage verschlimmert habe. Der Blick von Vater, als ihm klar wurde, was ich versuche, war furchterregend. Ja, so hatte ich ihn noch nie zuvor erlebt. Das gesungene Lied und die Melodie von den Zylindern hat alle in den Wahnsinn getrieben. Das war wahrlich nicht die Wirkung, die ich bezweckt hatte. Die Angestellten fingen an zu schreien und sich gegenseitig anzugreifen. Vater blutete aus den Ohren und danach war er wie von Sinnen. Er kritzelte Worte auf die Treppenstufen mit seinem eigenen Blut. Was habe ich nur getan? Du hast es verschlimmbessert, wie man immer so schön sagt. Eins. Äußere mit Fisch. Dann komme ich hier nicht weiter. Hä? Na jetzt. Drei, der Vogel. Fisch. Also Fisch. Vogel. Zwei ist der Hund oder was? Oder die Dame? Okay, ich pack mir jetzt mal lieber auf. Ja, kann man sich ja nicht merken. Also eins mal. So, warte mal, was haben wir jetzt hier so ein Zeichen? Also Käfig. Dann der Hund. Dann haben wir den Fisch. Dann den Vogel. Und den Hirsch. Also Fisch mal eins. Der Vogel war drei. Oh, wenn man das vorher, also jetzt, wenn man es ja weiß, was man spielen muss, dann kriegt man jetzt vielleicht bei den anderen Klaviersachen
Kriegt man da vielleicht jetzt irgendwelche Bonis oder sowas? Der Käfig ist 4. Dann ist der Höhestand wahrscheinlich 5, ne? So. Boah, das muss ja ein Katzengejaule gewesen sein. Wenn die alle verrückt geworden sind, vielleicht. Willkommen zurück, Sandja. Das ging aber schnell, doch. Hat er ja ruckzuck aufgebaut, wa? Okay, also Fisch. Und? Oh, sind wir schon bei der Frau? Wir hängen darum. Ey, ihr könnt euch doch nicht so hängen lassen. Was ist denn los mit euch? So, warte mal hier. Sieh mir nicht an, du Monster. Elizabeths Tagebucheintrag 2. 23. Oktober 1897. Ich habe mich auf dem Dachbogen eingeschlossen und die Tür verbarrikadiert. Die große Orgel scheint nicht dieselbe Wirkung auf mich zu haben wie auf die anderen. Das alles begann mit dieser Kreatur, die unter Scar Point gefangen gehalten wird. Sie muss befreit werden, damit sie niemanden mehr schaden kann. Ich muss in diese Höhle gelangen, ohne dass mein Vater und seine Männer mich finden. Sie sind nicht mehr sie selbst. Glaubst du, ja? First floor, second floor, ground floor, basement. Da ist jemand. Excuse me. Wer wollte das denn gerade? Was machst du denn jetzt hier? What the heck? Als wenn das Ding jetzt kaputt ist. Denn ernst? Weißt du, ich spare mir extra die Munition und jetzt ist das Ding kaputt hier, oder was? Willst du mich verarschen? Elizabeths Tagebucheintrag 3. 24. Oktober 1897. Ich habe es heute gewagt, den sicheren Dachboden zu verlassen. Dabei habe ich festgestellt, dass mein Vater unaussprechliche Dinge tut. Wie zum Beispiel die Gesichter der Männer grundlos zu verbrennen. Ich kann hören, wie mein Onkel unter mir durch die Zimmer und Hallen stampft. Auf der Suche nach mir. Er ist zu einem seelenlosen Riesen geworden. Sie sind beide dem Wahnsinn verfallen, tragen diese fürchterlichen Ritualmasken. Ich habe Angst. Einige Gäste zur großen Wiedereröffnung sind früh eingetroffen. Ich habe versucht, sie zu warnen, aber mein Vater und Onkel haben sie in ihren Wahn hineingezogen. Diese armen Menschen sind jetzt solche Monster wie meine Familie. Es ist zu schrecklich zum Beschreiben. So. Ach, jetzt sind wir hier unten. Aha. Da sind wir gelandet. Oh. Kriegen wir jetzt den Schlüssel für die verschlossenen Türen? Vielleicht kriegen wir jetzt einen Dietrich oder sowas. Erstmal speichern und anhören, was sie uns zu sagen haben.
my father's four cylinders. Three parts of the siren song. The fourth, I've come to realize, is the very same tune as the musical locket that you always wore, Mother. The very one which I was so fascinated with as a child. Even as an infant, were you grooming me to take your place as my father now commands? Whatever the truth of your misdeeds, Mother, I want you to know that I've arranged for these fragments of the siren song to be dispatched to four composers. Your locket to go to my dearest Thomas. With his help and theirs, we shall come up with a means to counter the power of the song my father so desperately seeks to control. Ja, das Medaillon haben wir auf jeden Fall auf Tasche, ne? Das ist ja unser allererster Gegenstand gewesen. Also wir bräuchten jetzt noch eine Musiknote und einen Zylinder, ne? Ansonsten hätten wir, glaube ich, fast alle Schlüssel. Ich glaube, mal ein Schlüssel fehlt jetzt noch. Den kriegen wir bestimmt hier unten. Das sind irgendwelche Zellen. Ah, okay. Auch die gehen in beide Richtungen auf. Not bad, not bad. Boah, es fehlt trotzdem noch eine Figur. Nee, mehr, aber... Ich weiß ja noch, wo, glaube ich, eine rumliegt. Bist du der andere Onkel? Den hatten wir doch schon mal gesehen auf dem Friedhof, oder? War das nicht der? Der kleinere von den beiden? Mythologie. In der griechischen Mythologie ist die Sirene ein Mischwesen aus Vogel und Frau, das mit seinem lieblichen Gesang Seefahrer in ihr Verderben lockt. Sirenen und Meerjungfrauen sind unterschiedliche Wesen, aber lange Zeit wurden sie als identisch erachtet. Im Mittelalter kam es aufgrund von falschen Interpretationen von Schriftstellern und Künstlern zu einem Wandel in der Darstellung, weg von einer vogelähnlichen Kreatur hin zu einem fischähnlichen Wesen. Dies hat über die Jahrhunderte dazu geführt, dass Sirenen immer mehr als Meerjungfrauen aufgefasst und dargestellt wurden, was sie in der griechischen Mythologie nicht sind. Zum ersten Mal wurden sie im Homers Odyssee im 8. Jahrhundert vor Christus erwähnt. Spätere Quellen besagen, dass Sirenen Flügel haben oder dass ihre Köpfe denen von wunderschönen Frauen gleichen, während sie den Körper eines Vogels aufweisen. Aber so hundertprozentig wissen sie es auch nicht, wa? Die Tür nicht zugemacht? Laufe ich gerade falsch rum? Ja. Ich laufe wieder zurück. Warum höre ich eigentlich die ganze Zeit irgendwie Wasser oder sowas? Ach, hier wurden die Rollen raufgesetzt und dann abgespielt. Ne? Dann nehme ich mal an, dass jetzt hier der Bosskampf kommt, oder? Wie die Tür wirklich komplett aufgemacht wurde, ne?
Kann ich mir nicht einfach hier so eine Maske nehmen? Aber dann kann ich wahrscheinlich nichts sehen, wa? Zylinder Medusa. Die weinen Tränen. So, Aufgabe wurde aktualisiert. Bin ja mal gespannt. Finde die übrigen Notenblätter. Fliehe aus dem Hotel. Notenblätter. Was ist denn mit dem anderen Typen jetzt eigentlich? Wo haben wir denn hier noch einen Schlüssel? Guck mal, da ist immer noch zu. Haben wir immer noch nicht den richtigen Schlüssel? Haben wir? Da ist ein Doppelschwert, haben wir auch nicht. Wir haben nur den Vogel, aber der Vogel ist nicht der Doppelschwert. Da haben wir noch einen. Wo muss ich denn da nochmal hin? Ist nach oben kraxeln, ne? Wir müssen von dem normalen Stockwerk nach oben kraxeln. Ja, vielleicht kriegen wir ja da den Doppelschwertschlüssel. Müssen wir mal schauen. Aber immerhin haben wir jetzt noch ein Ziel. Ja. Da ist unser Ziel. Das sind die restlichen zwei Räume da noch. Auf diesem Stockwerk. Schauen wir mal. Aber wir müssen erstmal nach oben, ne? Das heißt, wir müssen jetzt hier durch. Jetzt kommt hier bestimmt gleich ein, ja, so ein kleiner Jumpscare. Gehe ich mal davon aus, wenn wir jetzt hier durchlaufen. Ansonsten, ja, hinten rechts ist zu, ne? Kommt man da nicht durch. Oder ist halt von der anderen Seite, ne? Kein Jumpscare? Hm. Natürlich. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Zum Fahrstuhl oder wohin? Im Prinzip schon, ne? Rechts rum, dann nochmal rechts, dann links. Ne, nicht links, geradeaus durch. Hört er mich noch? Ja, der hört mich noch. Hallo. Laufen. Ja, so beschissen. Kurz speichern. Dann zum Fahrstuhl. Geht nicht. Okay. Fahrstuhl ist blockiert. Das ist natürlich doof. Wo müssen wir denn sonst hin? Muss ich nochmal draußen durch den Garten durch? Wollen die mich jetzt durch den Garten schicken, die Säcke? Ich glaube, die wollen mich durch den Garten nochmal durchschicken. Na gut, okay. Aber keiner von denen die Tür wieder zumacht. Ne? Sagt meine AP. Mal einen Schlag halte ich bestimmt noch aus, wa? Nein.
ist, wenn der da jetzt noch weitergeht? Die Schritte achten die irgendwie gar nicht, oder? Sobald ich hier Luft anhalte, ist es egal, wie schnell ich laufe. Also, okay, ich darf nicht rennen, aber... Hallo? Ich hänge hier fest. Ich bin gerade durch den Boden gefallen. Hui! Ist das vielleicht ein Secret Ending? Hui! Ob man oben denn irgendwann wieder ankommt? Nee, wa? Das Spiel hat doch keine Bugs. Gibt keine perfekten Spiele, wie oft denn noch? Jedes Spiel hat Bugs. Jedes. Gibt keine perfekten Spiele. Also, ich muss jetzt da nochmal komplett durch, oder was? Ja. Bin ich ja schon ein bisschen gemein, muss ich sagen, ne? Dass sie mir jetzt da den Fahrstuhl weggenommen haben. Man hier jetzt spielen kann? Bestimmt, oder? Ich kriege mir jetzt hier gleich einen Bonus. Müssen wir mal ausprobieren. Ich will nur warten, bis der da kurz weggeht, der Kollege. Aber Jutsu, Junge. Jutsu, zieht. Wer macht denn immer diese Dinger dahin? Ist ja nicht mal ein Gegner irgendwie da, weißt du, der die Elixiere da schmeißen könnte oder so. Okay, das war der Hit, den ich noch taken konnte. Sind wir voll? Ja, ne? Ich würde sagen, wir sind wieder voll, okay. Yeah.
Also berühren ist nicht. Da muss man aufpassen. Gucken mal, ob hier irgendwas Neues gespawnt ist. Warum soll ich denn jetzt hier nochmal durch den Garten durch? Das ist ja voll der krasse Umweg, ey. Das finde ich ganz schön frech, muss ich wirklich sagen. Ich finde das wirklich extrem frech, dass mir da mein Fahrstuhl weggenommen wurde. Oh, jetzt versuchen sie das mit mir, oder was? Bin ich immun dagegen? Ja, muss ich ja eigentlich, oder? Aber bisher bin ich ja noch nicht effektiv davon. Ach du Scheiße, was ist mit dem passiert? Das ist Weihwasser gewesen, ne? Könnte aber auch Alkohol gewesen sein. Schön leise. Kann man dem Hund jetzt irgendwie noch helfen? Nee, aber wahrscheinlich nicht. Heilung! Haben Sie mich mit mir was abgezogen? Nö. Was lassen so? Ach, lieber mich! Oder ist sie einfach nur durchgedreht? Oh, hier ist ja so eine Leiche. Hat hier wieder mit diesen blöden Feuern zu tun, ne? Zu nah an so einem Feuer rangehe, dann fängt er wieder an zu husten. Ist so Schmerzkacke, ey. Geht der jetzt darüber? Oh, das ist aber lieb von dir. Haben wir hier noch eine Falle?
Ja, hier haben wir ihn, oder? Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wo geht's hier weiter? Aber dafür, dass sie halt wirklich stumm sind, ne, nichts sehen können, nichts hören können, laufen die wirklich immer perfekt ihre Laufwege lang, wa? Die haben das so krass perfektioniert, ist ja unglaublich. Ja, genau. Es wird mir wieder um so einen Arsch hinterher. Da kann ich mich nicht mehr oben gucken. So. Und warum sind jetzt hier wieder so viele Leichen hier unten? Sind die ganzen Hotelgäste, ne? Waren die denn nicht würdig genug? Was ist denn los? Oder war das halt mit diesen Typen da, ne? Die dann die ganzen Leute verstümmelt hat und so. Oh, jetzt sind wir hier bei dem. Bei diesem pharaoischen Superkäfig. Ich muss erstmal umgucken. Auf der Seite waren wir schon, ne? Mit dem Klavier und so, ja. Oh, kriegen wir hier den Schlüssel? Den Schwertschlüssel? Ach, guck mal hier. Damit können wir den einen da wieder auch K.O. machen, ne? Da geht nix. Da geht nix. Da geht nix. Gibt nix. Auf jeden Fall hängt da irgendjemand dran. Also hier kommen wir nicht lang. Das steht schon mal fest. Oh. Elizabeths Tagebucheintrag 4. 25. Oktober 1897. Zuerst dachte ich, dass es mir nichts ausgemacht hätte, diese Kreatur leibhaftig vor mir zu sehen. Aber mittlerweile befürchte ich, dass ich mich auf demselben Pfad befinde, auf dem meine Mutter gewandelt ist. Das Lied hat sie in den Wahnsinn getrieben. Und auch ich habe das Gefühl, dass ich langsam die Kontrolle über meine eigenen Gedanken verliere, dass ich meinen eigenen Geist nicht mehr lange im Griff haben werde.
Meine ganze Hoffnung, diesem fürchterlichen Fluch ein Ende zu bereiten, ruht jetzt auf meinem geliebten Thomas. Ich bete zu Gott, dass er das erschaffen kann, worum ich ihn gebeten habe. Ja, haben wir. Haben wir. Hier kann ich nirgendwo was machen. Drücken. Und hier komme ich auch nicht mehr zurück, ne? Irgendwelche Ketten? Hier ist zu? Irgendwelche Typen draußen rumlaufen. Hier war auch nichts, ne? Ja, vielleicht müssen wir doch erst speichern und den Song sozusagen oder das anhören, was da gesagt wird beim Grammophon. Also, AMSP. Die Providenza Creatura. Ach, guck mal, haben sie rausge... War in so einem Vogelkäfig? Odysseus und die Sirenen. Ach da, ja, ich sehe es auch. Irgendwelche Vögel mit Frauenköpfen. Und Odysseus hat sich da... Wie hat er es eigentlich geschafft, sich selber da festzubinden? Gar nicht, wa? Ich sehe gerade, da sind ja noch ganz viele andere Männer dran. Lol, wie die Alte da direkt vor seiner Fresse sinkt. Danke für den Eistee, Mike. Aha. Ja, dann hören wir uns das doch mal an, wa? Hörgenuss. Ja, ein Achievement. I fear that it is impossible. That it cannot be done. At least not in time. Sit at these keys day after day, night after night, trying to compose some form of counterpoint, some form of countersong to the honeyed lament of that creature. And for what? Am I foolish to hope that this might work? That I can stop my father? One misstep, one false note on my part would be catastrophic. What such a mistake might unlock could be far worse than the siren's enchantments. But what choice do I have? I cannot turn my back on others or allow him to succeed. Without some form of counter, all of us and many more will be lost. Will be lost. Will be lost. Will be lost. Seine Leute hat ihm angeboten und sich Kerzenwachs und Lappen in die Ohren gespuckt. Will be lost. Lappen? Will be lost. Als wenn das reicht, weißt du? So ein Lappen ist ja jetzt nicht gerade so dick, dass der so ultra viel Schall abhalten kann, aber Kerzenwachs wahrscheinlich schon eher.
Odysseus wollte den Gesang der Sirenen hören. Ach so, er wollte ihn hören. Ach so, die haben sich... Ah, deswegen haben die alle so Kopftücher um, wa? Ach so. Ah, jetzt verstehe ich das Bild. Ah. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge.